Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier mal um. Da unten steht der Fritze, der uns gerettet hat. Hey! Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Das ist richtig. Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent Hallo. Vergeudete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein großer Verlust. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herrin. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robart. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von deiner Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Je länger du nichts isst, desto schwächer wirst du und letzten Endes könntest du sogar sterben. Nahrungsmittel haben verschiedene Eigenschaften. Ein Apfel macht dich zum Beispiel nicht so satt wie ein Entenbraten, aber er bleibt länger frisch. Manche Nahrungsmittel heilen effektiver als andere. Oh. Muss essen. Okay, da sehen wir unten neben dem Dings ist das Symbol für besser. Ich habe immer noch Hunger. Ich nehme mir mal, ja? Oh, so ein leckeres Brötchen. Ich bin immer noch hungrig, so wie es aussieht. Jetzt haben wir Sattheit 30. Das ist ja gar nichts. Hier, schön Käse. 40, 50, 60, 70. Oh. Geht mal weg hier. Oh, jetzt bin ich aber sehr schläfrig. Eieiei. Wo geht's denn? Ach, das ist hier drin. Guten Tag. Na ja, Ottos. Ich schlaf hier jetzt. Ja, ist doch ganz nett. Ach, hier. Wenn du müde bist, verringern sich allmählich deine Ausdauer und Redekunst. Schlaf ist die Lösung. Freie Betten erkennst du anhand des Symbols auf dem Kompass. Setze dich mit E auf das Bett und wieder. Was in Herrgotts Namen ist dort geschehen? Sag mal, wir sind Freunde oder was? Schlafen. Mach das Licht aus, wenn du rausgehst. So, eine Stunde. Müssen wir mal kurz schauen, wie spät haben wir es denn? Die ganze Nacht, würde ich sagen. Ich bin unhöflich. Sattheit. Ah ja, okay, verstehe. Energie hier. Schön bis 7. Zack, beginnen. Und
Leute werden die Wachposten verdoppeln. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet mich sofort. Verstanden? Ja, Herr. Herein. Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herrin. Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättest du nicht. Du hättest auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Nee. Vergib mir, Herrin, aber ich kann nicht. Noch nicht. Alle, die mir nahe standen, starben dort. Was dir widerfahren ist, tut mir schrecklich leid. Hab Dank, Herrin. Ich hoffe, dass es zumindest Herrn Ratzig und jenen, die Schutz fanden, noch gut geht. Ja, ich ebenso. Das Schlimmste ist, nicht in der Lage zu sein, etwas tun zu können, das ihnen hilft. Niemand kann es schaffen, solch ein großes Heer zu bezwingen. Der König ist in Gefangenschaft und die Adligen gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Was soll nur aus uns werden? Nur Gott allein weiß das. Richtig, Junge. Nur Gott allein weiß das. Ich sollte gehen. Es ist spät und du musst müde sein. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Sie hat das ganze Essen wieder mitgenommen. Was stimmt denn mit ihr nicht? Kommt nachts rein, weckt mich auf, quatscht mich voll und dann nimmt sie das Essen wieder mit. Ey. Alles klar. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garlitz auf dem Weg hierher. Du hast gelernt, Frauen im Mittelalter.
In der rein patriarchalischen Gesellschaft des Mittelalters war der Mann das Familienoberhaupt und die Rolle der Frau, gleich ob Tochter, Schwester, Ehefrau, Mutter oder Witwe, richtete sich nach ihm. Mädchen hatten eine kurze Kindheit. Laut städtischen Dokumenten galten sie im Alter von 12 bis 15 Jahren bereits als erwachsen, jung je nach vorherrschenden Gesetzen in der Region mit 15 Jahren. Die Männer waren die meiste Zeit mit ihrem Handwerk, dem Handel oder Kämpfen beschäftigt. Die Frauen erledigten Hausarbeiten und kümmerten sich um die Familie. Nur eine Witwe konnte das Recht erwirken, Handel zu treiben oder ein Handwerk zu führen. Allerdings nur mit der Hilfe männlicher Gesellen. Es gab gewisse Regeln, wann und in welcher Form Frauen ihr Zuhause verließen, die sich nach der gesellschaftlichen Stellung richteten. Während Frauen in den Städten und adligen Damen das Haus nur in Begleitung ihres Gatten oder ihrer Dienerschaft verlassen durften, konnten sich die Frauen von Handwerkern, Händlern und Bauern ohne Geleit bewegen. Dorffrauen verließen ihr Zuhause jedoch nur selten. Zu den häuslichen Aktivitäten wohlhabender Damen gehörten Stickerei, Putzen, Kindererziehung, Einkaufen und das Erlernen von Musikinstrumenten. Dörflerinnen arbeiteten in den Feldern oder auf Weiden. Imkerten bereiteten das Essen zu, strickten, nähten und woben oder spannen Stoffe. Das weibliche Schönheitsideal des Hochmittelalters war eine dünne, bleiche Frau mit langem, blondem Haar, kleinen, kecken Brüsten, nicht allzu breiten Hüften und einer schmalen Taille. Am wichtigsten waren natürlich Gesundheit und Fruchtbarkeit. Mit dem Beginn ihrer Geschlechtsreife war eine Frau im Mittelalter quasi jedes Jahr schwanger. Es war nicht unüblich, bereits im Alter von 20 Jahren drei- oder vierfache Mutter zu sein. Geburten verliefen kompliziert und die Nachsorge war unzureichend. Daher war der Tod auf dem Kindbett ein immer präsentes Risiko. Mädchen schenkte man weniger Aufmerksamkeit als Jungen. Doch wenn es um die Ehre ging, war das Gegenteil der Fall. Alte Jungfern, verführte Töchter und alleinerziehende Mütter brachten ihrer Familie Schande. Während Jungen ihre Lebensgrundlage erbten, mussten die Eltern der Mädchen eine Mitgift anhäufen und ihren Bräutigam damit entschädigen, da er von nun an für sie sorgte. Wenn du bei Nacht Licht brauchst, halte 1 gedrückt, um deine Fackel zu... Oder besser, nimm einen Trank des Nachtfalken zu dir. Nee, den verbrauche ich jetzt mal nicht. Wie gut das einfach aussieht, ne? Es läuft übrigens auf der CryEngine. Für diejenigen, die sich das vielleicht gefragt haben. Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skalitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Mach's gut. Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welch Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen.
Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich noch mal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier im Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg bis nach Rathay ist nicht mehr rein. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skarlitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Alles gut. Schön. Nichts zu sehen. Hi. Ah, da unten. Es ist auf jeden Fall super atmosphärisch und auch die deutsche Synchro und so, das ist alles wirklich richtig gut. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass Filme und Serien in den letzten Jahren bloß herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache. Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen werfen. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich.
Danke. Wenn du etwas warten musst, kannst du Zeit überspringen. Drücke T und lege fest, wie viel Zeit du überspringen willst. Pass jedoch auf, Müdigkeit und Hunger nehmen auch während des Überspringens zu. Verliere ich Energie. Vielleicht unterbricht mich jetzt mal keiner. Was ist hier los? Trouble. Wo soll der sein? Hey. Geh mal jetzt. Oh oh. Ah, es regnet nicht mehr. Dieser selbsternannte König, die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Markwart. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl.
Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Jetzt einfach alle so gehen. So, okay, das war's. Zurück. Die Kniffelrunde ist noch nicht beendet. Aber ja, was ich vorhin sagen wollte, ich habe den Eindruck, Filme und Serien der letzten Jahre, ich würde sagen, seitdem Streaming so ein großes Ding ist und diese Streaming-Dienste alle ihre eigenen Filme und Serien machen, ich bin so gelangweilt davon, von Serien und so. Ich kann davon eine Folge gucken und dann denke ich mir so, nee, sorry, das ist irgendwie nichts. Das fesselt mich nicht. Es ist häufig so unspannend dargestellt und das hier ist wesentlich interessanter, jetzt schon. Die ganze Art und Weise. Anfangs dachte ich, als er hier ankam, dachte ich so, naja, irgendwie ist er gar nicht so in den Gedanken bei seinen Eltern, die gerade ermordet sind. Und dann kam aber dieser Traum, mit dem wo alles rot war und so. Und dann konnte man auswählen, ob er drüber reden möchte oder nicht. Das ist so jetzt schon fesselnder als... Also Filme, keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen guten Film gesehen habe. Das ist schon eine ganze Weile her. Bei den meisten Filmen heutzutage sage ich dann, ja, hat nicht gestört, aber so richtig gut, dass ich sage, wow, lange her. So, zeig mal her hier. Bestatter, sprich mit Herrn Robert, beschafft dir ein Pferd. Guten Tag. Nichts zu tun. Hey, Gesichter, das sieht schon ganz gut aus, ne? Finde ich super. Wie komme ich denn da hin? Ist das Problem? Wie bin ich denn hier raufgekommen? Ach, er ist das. Gott sei mit dir. Ich muss nach Scarlets. Herr Robert, ich muss nach Scarlets. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. So, jetzt sehen wir hier meine Fähigkeiten. Was das Sprechen angeht, sind nicht sonderlich gut. Und jetzt wird mir unten nochmal angezeigt, was er gerade gesagt hat. Fantastisch. In der Hinsicht habe ich die meisten Punkte. Ich versuch's mal. Ich weiß nicht mehr, wie der Punkt heißt. Das ist wahrscheinlich sowas wie Empathie oder sowas. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Weshalb brannte Sigismund Scarlets nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf, allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren.
Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenbergs Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Alright. So, der lässt mich nicht raus. Und jetzt ist die Frage, soll ich es trotzdem versuchen? Ich glaube, auf der Flucht. Ah doch, das ist immer noch. Der drohende Angriff ist abgewandt. Nun muss ich zurück nach Scarlet. Es ist meine Pflicht, meine Eltern zu bestatten. Doch wie stelle ich das an? Mein Herr verbietet mir, Thalenberg zu verlassen. Ich sollte mein Pferd nehmen, bis nach Scarlet ist es weit. Aber die Tore sind doch zu. Weißt du noch, wie du mir erzählt hast, dass du schauen willst, was nach dem Winter im Haus gemacht werden muss? Ja, ich war schon beim Zimmerer. Es ist schlimm, gefragt, was wir heutzutage in unserem Land gefunden haben. Heilige Jungfrau Maria. Super. Hier steht doch einer. Dann spreche ich mal mit ihm. Hey, Blechhelm. Radin. Viel Gesundheit. Können wir gleich zur Sache kommen, ja, ne? Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Ja, ich kenne ihn nicht. Weißt du nicht, wer ich bin? Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Das war jetzt ein Erfolg? Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lass ich ihn natürlich raus. Was? Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Beschaffe dir eine Thalenberger Rüstung aus der Wachstube über dem Tor. What? Gott behüte dich. Hitman, oder was? Ja, dann wollen wir mal schauen, wie einfach das ist. Hi. Ja, das ist schon cool. Da werde ich einfach so reingehen können. Das bezweifle ich ja irgendwie. Nix. Es wird schwierig. Ich muss die Jungs da irgendwie ablenken. Wie einfach auch da unten jemand läuft, ne? Sehr schön. So, jetzt weiß ich nicht, inwiefern hier schleichmäßig... Eigentlich müsste ich da hinkommen. Der trägt einen Helm und guckt da lang. Schloss knacken. Warte mal, ich will erstmal.
Ist da oben einer? Ich will nichts stehlen eigentlich, also rustikaler Eschenbogen, schwer. Ach nee, ist ja auch stehlen. Ja gut, also diese Uniform wird ebenfalls gestohlen werden. Da werde ich wohl nicht drum herum kommen. Sehr leicht. Zeig mal hier. Da haben wir es. Ich muss immer noch mal gucken. Psst, nicht so laut. Ach komm. Jesus, lass das! Was in Gottes Namen tust du da? Oh Gott. Wie konnte ich das denn jetzt vermeiden? Wo kam er denn plötzlich her? Genug! Du da! Jemand hat gemeldet, dass du Schlösser knackst. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. What? Komm schon, mein Freund. Du weißt doch, dass ich im Dienste von Herrn Ratzig-Kobilla stehe, oder? Merkwürdig. Sicher. Und du glaubst deshalb, über dem Gesetz zu stehen? Da irrst du. So viel habe ich nicht. Das Bußgeld ist trotzdem fällig. Wirst es wohl im Kerker absetzen müssen. Dann sperr mich ein. Der Kerker ist wie für dich gemacht. Beweg dich und rück das Diebesgut raus. Ich hab doch gar nichts genommen. Ist schon ein bisschen komisch jetzt gewesen, also... Hoffentlich hast du die Zeit bei uns genossen. Nicht sonderlich. Das höre ich gern. Und kann ich gehen? Gehen? Ja, leider. Und jetzt verzieh dich und lass dich meinetwegen in Stücke hacken. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Das ist schlecht. Ja, merkwürdig. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das klappen könnte, weil mich keiner gesehen hat, als ich reingegangen bin. Und plötzlich steht der Obermacker hinter mir. Was ja nun wirklich ein bisschen... sehr merkwürdig war jetzt für den Moment. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich wäre, aber ich nehme mal an, dass man sich verkleiden könnte. Aber gut, jetzt bin ich draußen. Das ist eine Variante. Macht zwar nicht so den besten Eindruck hier, aber was soll ich jetzt machen? So, das ist ein ordentlicher Weg. Ich sollte schauen, dass ich irgendwie an Essen komme. Da hinten ist die Mühle. Schön. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Apfelbaum oder sowas. Ja, ich hätte es gern so gemacht. Ich hätte mich gern verkleidet und dann... Ist da jemand? Nope. Hi. Boah, ist alles gut. Und das dann auf die Weise gemacht, aber das... Also, damit hätte ich nicht gerechnet, dass da plötzlich einer reinkommt und hinter mir steht. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also so ein bisschen finde ich so ein bisschen, naja, ich war doch still und alles. Plötzlich steht er dahinter. Weiß ich nicht, aber vielleicht, und das ist eben so eine Sache, die man entweder weiß oder herausfinden muss, hätte ich warten müssen, bis es dunkel wird und der sich dann da an die Wand lehnt und schläft oder irgendwie sowas. Vielleicht wäre das anders gewesen. Vielleicht war ich da jetzt einfach zu ungeduldig, aber das schien mir jetzt die leichteste Variante zu sein. Aber egal, ich bin raus. Ich habe zwar kein Pferd, aber vielleicht finde ich ja irgendwo eins. Oh,
Warte mal, dieses Kettensymbol. Ich habe sogar mein Schwert. Du hast entdeckt Lager. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Mein Schwert. Ihn einfach so ziehen lassen, ihn unbewaffnet ziehen und den Kampf fortsetzen. Du bist frei. Lass deine Waffe hier und geh. Einverstanden. Warte mal, das kann ich doch vielleicht verkaufen dann, oder? Ich will halt nicht so viel Krempel mit mir rumschleppen. Was haben wir denn hier? Gewicht 22. Traglastkapazität, ja, das ist okay. Plündern. Ja, sorry Leute, ich brauche es. Ah, der Apfel war nicht mehr gut, glaube ich. Apple. Und speichern. Das wäre ein bisschen merkwürdig jetzt irgendwie. Thank you.
Heiliger Gott. Das ist der Köhler. Sehr gut auch, wie man hier ganz viele Leichen sieht. Und dann sagt er hier, das ist der Köhler. Jemand, mit dem man schon gesprochen hat. Das ist einfach... Das macht so viel mehr mit einem, als wenn das einfach nur so Leichenberge wären. Naja, ich nehme mal lieber mit. Das kann nicht schaden. Ja, das schaffe ich nicht. So, der Regen hat aufgehört. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihnen denn getan? Redet er vom Plündern eigentlich gerade? Eine blank gezogene Waffe verschreckt die Leute und in Städten wird man dir vielleicht sogar die Waffen auf den Hals. Habe ich aber nicht. Ich weiß nicht. Hey, wer ist da? Wer ist da? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Ja. Oh. Ah. Oh. Edle Schuhe, kann ich die vergleichen? Info. Zustand 56. Ja, die Handschuhe kann ich auf jeden Fall mal nehmen. Was? Latten-Ellbogenkacheln. Okay, das ist fast durch. Das nehme ich mal mit. Die Waffe liegt da. Schau es mir erstmal kurz an. Alte Stiefel, was haben wir denn? 3, aber die sind ein bisschen, die sind ordentlich was wert. Wiegen ein bisschen mehr. Haben schlechteren Zustand, allerdings 3-facher Schutz. So, Beinlinge machen keinen Unterschied, bringen mir aber ein bisschen Geld ein. Jagdhandschuhe habe ich gar keine, glaube ich, oder? Und das geht über das Hemd, nehme ich an, ja, so wie es dargestellt wird. Ach hier, das habe ich noch gar nicht wahrgenommen hier. Dann ziehen wir das mal an. Und die Dinger ebenfalls, dann sind wir ein bisschen besser geschützt. Und diese Beindinge, ja. Was wiegen die denn? 1. Ich lasse es erstmal so. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Essen.
Vielleicht hat hier jemand noch was Besseres dabei gehabt. Band ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich glaube, ich muss ganz außen rum. Die für eine Welt geschaffen haben. So simpel im Grunde, aber so glaubhaft. Ja, ich glaube, da oben ist es. Ah ja, hier haben die drei Typen diese Frau angegriffen. Habe ich mir das Pferd geschnappt. Von wo bin ich denn da gekommen? Von da oben, glaube ich, ne? Von da irgendwo? Ah, hier. Ach Mist. Tja, ich hoffe, dass da noch ein anderer Weg hinführt, denn so wird das nichts. Das sieht ganz gut aus da, oder?
Ah, hier könnte es noch lang gehen. Nee, vergiss es. So nicht, Freundchen. Nein, aber 38 ist halt, Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. So hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen. Du hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Nein, nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Wo bist du, Hund?
alleine, du Drecksköter! Das Biest! Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine Ahnung. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Weißt du, dass du ein unglaublicher Dreckskerl bist? Ah, Mist, Mist, Mist! So ist recht! Zieh den Schwanz ein! Ungeheuerlich. Junge, du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird das nicht mehr genügen. Die Schaufel? Soll ich den jetzt plündern? Das will ich gar nicht. Ist gut. Da ist Dörrfleisch drin. Bedien dich. Wo ist der Vogel? Plündern? Ich dachte eher an Tragen, ehrlich gesagt. Muss ich erst die Löcher graben wahrscheinlich. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Ah, hier. Also. Legen wir mal los.
verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, pack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Verflucht! Wieso treffe ich den nicht? Oh! Gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hört auf mit den Spielchen. Thank you.
rossz helyen vagy, rossz időben. Mi a fasz? Hát csinálj, apa! Brauchst du Hilfe? Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlett's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Was in aller Welt hast du in Scarlett's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder. Meine Familie. Meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlett's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Oh, ich bin erschöpft. Kein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Oh, ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen.
Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Schön. Aber im Moment habe ich Wichtigeres zu tun. Mehr hast du nicht zu sagen? Nach allem, was wir für dich getan haben? Tja, wie es dir beliebt. Hey, war doch nur Spaß. Hey, hey, hey. Hast du schon gegessen? Hm? Noch nicht. Iss wenigstens ein bisschen. Du musst wieder zu Kräften kommen. Die Rathayer Mühle ist nun dein neues Heim. Dort kannst du schlafen und in diesem Zuge das Spiel speichern. Auch deine Truhe befindet sich in der Mühle. Ihr Inhalt steht dir nachher in anderen Wohngebäuden mit deiner Künfte zur Verfügung. Okay. Leute, wenn das kein bombastischer Einstieg in ein Spiel ist, dann weiß ich auch nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Kingdom Come Deliverance. Bis dahin. Ciao.